Hallo ihr Lieben, Film läuft, ich auch. Schön, dass ihr wieder da seid. Oh, was für ein herrlicher Morgen. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Heute wird meine Streak 100 Tage alt. Ich bin quasi seit dem 1. Januar unterwegs und laufe jeden Tag. Ja, das fühlt sich eigentlich immer noch richtig an und fühlt sich auch gut an bei mir. Natürlich gab es zwischendurch mal ein paar Tage, wo es echt schwer war, sich zu motivieren. Morgens 4:30 in Dresden. Nachher startet gleich der Megamarsch. Aber ich muss ja heute meine Streak rennen. Marschieren zählt nicht. Ja, und mein Körper, der fühlt sich heute an, als hätte es gestern eine Riesenparty gegeben und ich hätte mich nicht zurückgehalten. Ja, die Party war der Megamarsch. Wir haben da gestern gefinisht. Und das merke ich heute noch ganz deutlich. Aber weiter geht's. Ja, der Tag fing nicht so dolle an. Ich war heute früh beim Zahnarzt zu einer Wurzelbehandlung. Boah. Ja, und um den Schmerz zu kompensieren, laufe ich jetzt erstmal hier eine Runde durch den Wald bei herrlichem Frühlingswetter. Aber an den meisten Tagen fühlt sich's echt gut an. Ja, ich lasse die Streak auch noch nicht abreißen. Die ist jetzt mit 100 Tagen ziemlich wertvoll geworden. Ich mache einfach weiter. Wenn man so viel läuft, ist es natürlich umso wichtiger, ökonomisch zu laufen. Und darum geht's heute mal, um die Laufökonomie. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und kommt mit. Laufökonomie, was ist das überhaupt? Das ist der perfekte Laufstil, der euch dazu bringt, bei gleichem Energieaufwand mehr Leistung zu erzielen, also schneller zu werden oder weiterzukommen. Außerdem könnt ihr mit diesem Laufstil dauerhaft Verletzungen vorbeugen und es läuft einfach besser. Ja, drum ist es sinnvoll, den auch anzustreben. Das ist auch ein Appell an mich selbst, denn wenn ich mich nicht konzentriere und nicht darüber nachdenke, dann vergesse ich einige Sachen. Zum Beispiel das Läuferdreieck, das heißt, die Arme müssen immer ein schönes Dreieck beim Laufen ergeben und schön am Körper nach vorne und hinten bewegt werden. Das ist bei mir ein Punkt, den vergesse ich ganz oft. Ich lege einfach die Arme an und schwinge die nicht mit und dann dreht sich bei mir der komplette Oberkörper und jede Menge Energie geht verloren. Inwiefern das jetzt nicht gesund ist, weiß ich nicht. Trotzdem muss ich mich immer wieder darauf konzentrieren, um das eben nicht so zu machen. Die Körperhaltung ist ebenfalls sehr wichtig. Ja, der Körper sollte leicht nach vorne geneigt sein, so als wenn ihr nach vorne umkippt und das bei jedem Schritt kompensiert und auffangt. Das beugt einem Hohlkreuz vor. Ihr dürft euch natürlich nicht zu weit nach vorne beugen, einen Buckel solltet ihr auch nicht machen beim Laufen. Das ist aber eigentlich bei mir eine Sache, die ich automatisch mache, wo das eigentlich vom Gefühl her super klappt, ohne drauf aufzupassen. Nur mal kurz am Rande, meine Runde heute verläuft über den Jakobsweg und über den Lutherweg. Hier liegen beide Wege aufeinander. Ein weiterer Punkt, den ich immer falsch mache, wenn ich nicht drauf aufpasse, ist die Kniehöhe. Ich ziehe die Knie nicht hoch genug und dadurch verschwende ich ganz viel Energie. Das geht mir immer wieder so. Ich mache es eigentlich nur richtig, wenn ich genau drauf aufpasse. Das ist aber wichtig. Wenn ihr schon eine Weile lauft, dann habt ihr einen eingefahrenen Laufstil. Achtet aber trotzdem mal auf eure Schrittlänge. Wenn die zu groß ist, verschwendet ihr ganz viel Energie. Schnelle Läufer machen kurze und kräftige Schritte. Also ganz wichtig ist auch die Schrittfrequenz, um besser voranzukommen. Der wichtigste Punkt für mich ist der Fußaufsatz. Ja, ich denke, das hat am meisten Einfluss. Bist du Vorfuß-, Mittelfuß- oder Fersenläufer? Hast du schon mal darauf geachtet? Die meisten Läufer sind nämlich
welche, die zuerst mit der Hacke aufsetzen und dann nach vorn abrollen. Und genau das ist für mich der unökonomischste Stil überhaupt. Wenn man mit der Ferse so aufsetzt, bildet sich ein Impuls, der wird dann weitergeleitet ins Knie und bis hoch ins Becken. Und das ist auch wirklich nicht gesund. Da kommt es zu einer Stauchung bei jedem Schritt im Knie. Glaubt mir, ich rede aus Erfahrung. Ich habe nämlich genauso angefangen vor 5 Jahren. Und dann wurden die Laufumfänge ein bisschen größer. Ich bin ein bisschen weiter gelaufen und dann ging es los. Dann hatte ich ein sogenanntes Läuferknie. Und das kommt nämlich genau daher. Da wird das Knie extrem überlastet. Ja, da musste ich eine Weile pausieren und habe geguckt, wie es jetzt weitergeht und habe mich informiert. Und entgegen allen, die die Meinung haben, dass das nicht geht, ich habe meinen Laufstil tatsächlich verändert. Ich bin jetzt ein Mittelfuß- bzw. sogar Vorfußläufer. Am Anfang ist das echt schwer. Man fühlt sich da ein bisschen wie behindert, wenn man so drauf aufpasst, immer schön mit dem Vorfuß aufzusetzen. Das ist echt nicht einfach, aber es geht. Ja, das dauert wirklich lange, bestimmt ein halbes Jahr, bis man das so verinnerlicht hat. Mittlerweile, wenn ich gar nicht drauf aufpasse, bin ich ein Mittelfußläufer. Hinter mir bellt der Rehbock rum, den ärgert das, dass ich hier zum frühen Morgen so laut bin im Wald. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen leiser reden. Habt ihr gehört? Ja, der kann eigentlich gar nicht weit weg sein. Vielleicht kommt er noch hier lang gehoppelt. Der ist wirklich in der Nähe. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Aufsatz, genau. Ja, ich bin der Meinung, ein weiterer Aspekt dafür, das rauszufinden, wie man am besten läuft, ist, probiert es einfach mal barfuß. Wenn man barfuß losrennt, dann wird es wahnsinnig wehtun, mit der Hacke aufzusetzen und man kommt automatisch dazu, mit dem Vorfuß schön immer alles abzufedern. Das wiederum ist man aber durch jahrelanges Schuhetragen ja gar nicht mehr gewöhnt und es geht erstmal extrem über die Achillessehne und auch auf die Wadenmuskulatur. Ich hatte damals extrem Wadenmuskelkater in der Anfangszeit, als ich das umgestellt habe. Aber ich muss sagen, bis heute, es hat sich gelohnt. Ich bin dadurch wirklich richtig gut vorangekommen und laufe meistens verletzungsfrei, bis auf meinen Umknicker. Der hat ja damit nichts zu tun. Mit dem Laufstil umstellen, das ist ungefähr genauso wie mit dem Ablegen von schlechten Gewohnheiten. Da muss man dranbleiben und immer wieder drauf achten. Das ist wirklich eine schwierige Sache, aber es lohnt sich. Wenn ihr wissen wollt, mit welcher Stelle vom Fuß ihr aufsetzt, dann schaut euch doch einfach mal unten eure Sohle an. Die Stelle, die am meisten abgeruppelt ist, das ist eigentlich die Stelle, die am meisten belastet wurde und die zuerst aufkam. Das Barfußlaufen, das Laufen ohne Dämpfung ist recht umstritten. Alle Schuhhersteller setzen immer darauf, die perfekte Spreizung und perfekte Dämpfung in die Schuhe einzubauen. Gewissermaßen macht das auch Sinn, weil wir eben von Kindheitstagen an schon Schuhe tragen und uns das gar nicht angewöhnt wurde, ordentlich unser System zum Federn selber zu benutzen. Ja, ich selbst laufe wirklich manchmal gerne barfuß. Keine großen Umfänge, einfach mal eine kurze Strecke. Ich habe auch solche Barfußschuhe, solche Vibram Five Fingers. Und ich habe sogar Huaraches. Das sind die Sandalen, mit denen das Urvolk in Mexiko da meilenweit rennt. Einfach so über Stock und Stein. Die können das noch. Ein ganz wichtiges Trainingselement, um die eigene Laufökonomie zu verbessern, ist das sogenannte Lauf-ABC. Ja, und das mache ich irgendwie gar nicht. Wenn es bei mir nicht im Trainingsplan drin steht, mache ich das nicht. Ich mag das nicht. Es macht mir keinen Spaß. Ich glaube aber, dass ich durch meine Barfußlauferei das ganz gut kompensiere und da viel wieder gut mache davon. Trotzdem, es schwören viele drauf. Es macht euch besser. Es stimmt schon. Ich lasse es trotzdem weg. Es macht mir sowas von keinen Spaß. Das sind so eine Übung wie Anfersen oder Kniehebelauf und so. Das mache ich echt nur, wenn es im Marathon-Trainingsplan mal für eine halbe Stunde drinsteht. Ansonsten kommt es bei mir nie vor. Aber ich will da kein Vorbild für euch sein. Ja, probiert es doch mal selber aus. Vielleicht liegt es euch ja besser.
an diesem herrlichen Platz gibt es nochmal eine Zusammenfassung, was ihr alles beachten müsst, um den eigenen Laufstil zu verbessern, um eine bessere Laufökonomie zu bekommen. Erstens, die Arme. Lasst die Arme schön mitschwingen, dass der Ellenbogen hinten ein Dreieck bildet, das sogenannte Läuferdreieck. Haltet sie schön am Körper und schwingt sie schön von vorn nach hinten mit. Zweitens, die Körperhaltung. Lauft leicht nach vorne geneigt, als wolltet ihr nach vorn umkippen und euch mit jedem Schritt wieder abfangen. Das beugt einem Hohlkreuz vor und macht aber dabei bitte auch keinen Buckel. Drittens, hebt die Knie weit genug an. Das geht besonders an mich selbst, vergesse ich immer wieder, um keine Energie zu verschwenden. Viertens, achtet auf eure Schrittlänge. Macht lieber viele kleine Schritte mit kräftigem Abdruck als so riesengroße Schritte. Ja, das ist immer schwer, wenn man sich das schon angewöhnt hat, aber es bringt wirklich mehr Punkte, die Schrittfrequenz dadurch auch zu erhöhen. Und fünftens, der wichtigste Punkt, achtet darauf, wie ihr mit dem Fuß auf dem Boden aufsetzt. Ich glaube mal, das Ideale ist, mit dem Mittelfuß seitlich aufzusetzen und dann so weiter nach vorne abzurollen und sich abzudrücken. Ich glaube, das machen die meisten Ultraläufer auch so. Und die wissen ja eigentlich, wie man es richtig macht, denn sie rennen ja wahnsinnige Strecken. Das war mein Video über die Laufökonomie. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Tipps mit auf den Weg geben. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir ein Abo da. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ich mache jetzt meine Runde noch zu. Viertens, habe ich jetzt vergessen.